Willkommen bei Samsung Next Meets. Mein Gast heute ist Ertan Can, Partner bei Multiple Capital. Ertan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Ertan Can. Ich bin Gründer eines Dachfonds in Deutschland. Der Dachfonds ist Multiple Capital. Ich lebe in Frankfurt, bin Kind zweiter Generation, türkischer Einwanderer. Und ja. Magst du uns ein bisschen was zu deinen Eltern erzählen? Also wie sind die nach Deutschland gekommen? Was ist die Story dahinter? Ja, meine Eltern sind die typischen Immigranten in Deutschland. Sie sind Anfang der 70er Jahre hier emigriert. Wir kommen aus dem Nordosten der Türkei. Wo genau? Aus der Nähe von Erzincan. Das sagt wahrscheinlich den meisten Deutschen nichts, aber genau, sind von dort aus einem sehr kleinen Dorf im Prinzip hier ausgewandert oder eingewandert in Deutschland. Wir sind 2-3 Jahre später geboren, ich bin das erste Kind, ich habe noch 2 Geschwister. Die typische Story eigentlich, ne? Also aus einer sehr armen Region nach Deutschland kommend und dann im Prinzip mit der Idee nach ein paar Jahren wieder zurückgehen, um sich dort ein Leben aufzubauen mit dem Geld, das man nicht hat. Es geht immer zurück, und, ja. Genau, und dann ist es halt genauso wie bei fast allen so passiert, dass die Kinder dann irgendwann gewachsen sind, in die Schule gegangen sind und man einfach hier geblieben ist und bis man gestorben ist. Ne? Und genau, und das ist jetzt ja bei mir 46 Jahre her. Und ja, und wir haben eben drüber gesprochen, du hast eben gesagt, deine Mutter verbringt den Sommer in der Türkei. Ich bin gerade in Hamburg, um mich von meinen Eltern zu verabschieden, die sich in Richtung Türkei, Iskenderun, verabschieden, um den Sommer dort zu verbringen. Nein, Iskenderun? Wirklich? Oh, oh. Also, ja, ist bei uns extrem ähnlich. Ich glaube, das ist der erste Sommer, den meine Mutter seit 10 Jahren in Deutschland verbringt. Super pissed wegen Covid. Yes, und, das Drecksschwein Covid, ja. Und sie plant jetzt sehr, sehr früh eigentlich ihren Sommer, also in die Türkei zu gehen, um ihren Sommer dort zu verbringen. Aber es ist sehr ähnlich, genau. Die Leute, die pensioniert sind, leben oft, also die in der ersten Generation sind, von der ersten Generation, leben oft in der Türkei im Sommer. Kannst du dir das eigentlich auch vorstellen, irgendwann mal? Ich kann mir vorstellen, nicht in Deutschland zu leben, wenn ich irgendwann pensioniert sein sollte. Ob es die Türkei ist, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen, ja. Okay, cool. Und sag mal, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Sehr türkisch oder überhaupt nicht? Ich würde schon sagen, dass ich relativ türkisch aufgewachsen bin. Meine Eltern haben kein Deutsch gesprochen oder kein gutes Deutsch. Das heißt, ich glaube immer, einer der wichtigsten Merkmale einer Kultur ist die Sprache. Und wir haben alle drei die Sprache gelernt. Wir sind Native Turkish Speaker und sprechen heute noch mit unserer Mutter Türkisch oder mit unseren älteren Verwandten. Deswegen würde ich sagen, dass wir relativ türkisch aufgewachsen sind. Also wir haben türkisches Essen gehabt, ne? Türkische Musik gehört, auf türkische Hochzeiten sind wir gegangen. Das ist alles Teil meiner Erziehung. Auf der anderen Seite, ich bin ein Frankfurter Kind. Das heißt, ich bin in Frankfurt aufgewachsen und bin dort natürlich ganz normal wie ein Frankfurter aufgewachsen. Ja? Und habe natürlich die andere Seite genauso miterlebt. Genau, das ist so meine Jugendzeit gewesen. Cool. Sag mal, hast du in deinem Leben dieses, ich nenne es jetzt mal Clash of Cultures erlebt? Das heißt, so Leute wie du und ich, wir haben ja eigentlich zwei Herzen oder zwei Seelen in der Brust. Und das ist, also meine eigene Erfahrung, oft extrem bereichernd. Ich habe es eigentlich erst relativ spät so richtig schätzen gelernt. Aber es ist halt oft auch ganz viel Reibung zwischen diesen beiden Herzen, Kulturen. Ja. Hast du das so gespürt? Wie ist deine Erfahrung mit diesen zwei Herzen in dir? Natürlich. Ne? Also jeder hat das, glaube ich, gespürt, der mit diesen zwei Herzen, insbesondere wenn du einen türkischen Background hast, in Deutschland aufwächst. Ich glaube halt, dass ich mittlerweile sehr viel gesehen und sehr viel erlebt habe und sehr viel Clashes hatte und mittlerweile irgendwie einen Weg gefunden habe, mit beiden zu leben. Und aus meiner Sicht, ich sehe mich heute als einen Deutschen mit einem türkischen Migrationshintergrund. Und ich sage immer, wir sind eine Art Subkultur, ne? Also Deutsche mit Subkultur. Wir sind nicht der Deutsche, der
der Standard German sein muss und vielleicht sogar seine Kinder irgendwann deutschen Namen geben muss, kann, aber nicht muss, ne? Sondern ich glaube, dass wir einfach zu Deutschland mittlerweile gehören, so wie wir sind. Und wir müssen uns nicht verändern. Das ist so die größte Message für mich und mein Umfeld und meine Kinder, dass wir Teil dieses Landes sind, so wie wir sind, und uns nicht verändern müssen, um Teil dieses Landes zu werden. Ich muss nicht noch deutscher werden, als ich heute bin. Ich bin deutsch. Ich bin nur nicht so deutsch, wie sich manche Deutsche das gerne vorstellen. Ja? Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Es gibt dieses Thema der Assimilation. Ne? Ich glaube, es gibt kein Ende bei der Assimilation. Wir können nie perfekt assimiliert sein. Wir werden immer ein bisschen anders aussehen und unsere Namen werden wir auch nicht wirklich verbergen können. Das heißt, wir sind einfach das, was wir hier sind. Und wir müssen als das, wie wir heute sind, Teil Deutschlands werden und sind Teil Deutschlands. Also nicht Teil Deutschlands werden, sondern ich glaube, wir sind alle ein Teil Deutschlands. Und es geht darum, dass wir damit okay sein müssen, erstmal wir selber, und dann versuchen auch den Rest in Deutschland davon zu überzeugen, dass es okay ist, so wie wir sind. Ja. Und dass Deutschland uns auch so akzeptieren muss, wie wir sind. Ja. Wie findest du eigentlich diese Frage, hey, wie fühlst du dich eher als Deutscher oder als Türke? Ich finde sie total bescheuert, natürlich. Ja, natürlich. Es ist einfach, die Frage impliziert ja, dass die Leute sich eigentlich zu wenig damit auseinandersetzen. Ne? Also, wenn mich jemand so etwas fragt, dann weiß ich einfach, dass diese Person eigentlich nicht verstanden hat, worum es hier eigentlich geht. Ne? Mhm. Natürlich, ich habe einen türkischen Background. Ich bin türkisch aufgewachsen. Ich spreche türkisch. Ich höre türkische Musik. Ich esse türkisches Essen. Ich gehe auf türkische Hochzeiten. Ich mag türkische Konzerte. Whatever. Ja? Genauso wie ich spanische Musik mag. Ne? Oder brasilianische Musik mag. Oder whatever. Ja? Also, da gibt's oder keine Ahnung. Ja? Also, der Punkt ist, dass dieses Klischee eines perfekten Deutschen eigentlich nicht existiert. Das ist reine Theorie. Es gibt nicht den Deutschen. Und wenn es den gibt, dann bin ich der Deutsche. Ja? Mit einfach einem anderen Background. Das mag ich. Das mag ich. Und ich glaube, es ist ein guter Übergang, leider, zu einem Thema, das da Rassismus heißt. Gerade auch aus sehr aktuellem Anlass mal wieder natürlich. Hast du selbst Erfahrungen mit Rassismus / Alltagsrassismus gemacht? Also ich glaube, jeder Türke mit einem Migration, also jeder, der einen türkischen Migrationshintergrund hat in Deutschland, hat diesen Alltagsrassismus erfahren. Ich erfahre ihn nach wie vor. Mhm. Das ist einfach da und das Schlimme daran ist, es sind nicht diese heftigen, also wie jetzt der Vorfall in den USA, wo jemand wirklich ermordet wird. Mhm. Ich finde, was mich zum Beispiel viel mehr bewegt und viel mehr beschäftigt, ist wirklich dieser minimalistische Alltagsrassismus, den du überall erfährst. Wenn ich morgens beim Bäcker meine Brötchen kaufe, wenn ich bei dem Arzt vorspreche für einen Termin, wenn ich, keine Ahnung, dieser super Alltagsrassismus, der an jeder Ecke, überall, immer wieder passiert, das ist eigentlich das Schwierige, weil es zermürbt. Es ist schwierig, dagegen vorzugehen. Du kannst nicht jedem irgendwie deine Story erzählen. Du kannst nicht jedem sagen, hey, du sprichst auch Deutsch, du musst mit mir nicht so sprechen. Es geht. Und das erlebst du irgendwie im Prinzip täglich, nonstop. Und das fällt natürlich kaum auf. Es fällt niemandem auf. Wenn ich beim Bäcker irgendwie gewisse Dinge merke, merkt das sonst niemand außer mir, komischerweise. Das gibt es. Ich glaube, wenn du mit Türken sprichst, dann ist das einfach so, genauso wie wenn du mit Schwarzen in den USA sprichst oder mit Indern, Pakistanis in England sprichst oder mit Arabern in Frankreich sprichst, dann hast du diesen Grundrassismus, diesen Grundalltagsrassismus, der einfach vorhanden ist. Absolut. By the way, ich finde eigentlich, dass du echt gut Deutsch sprichst. Bin ich überrascht. Ja, danke, danke. Ich habe lang dran gearbeitet. Ja. Und bin noch lange nicht da, wo ich eigentlich hin möchte, aber danke. Mir reicht mal Deutsch. Sehr gut. Was nervt dich an der öffentlichen Diskussion zum Thema Migration und Integration? Also tatsächlich glaube ich, dass einfach viel zu viel, lass es mich anders sagen. Ich glaube, dass
zu wenig Tacheles gesprochen wird und zu viel rumgeschwätzt wird oder bla bla. Ich sehe zumindest das, was ich bin ehrlicherweise, ich habe seit Jahren keinen Fernseher. Das heißt, alles, was zum Beispiel über normale Massenmedien geht, sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Aber ich sehe einfach grundsätzlich, dass zu wenig wirklich Real Talk existiert. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ich sehe keine Verbesserung des Alltagsrassismus oder der Situation von zum Beispiel Immigrantenkindern in den letzten 25 Jahren. Ich sehe eher, dass es irgendwie noch schwieriger noch, oder dass wir immer noch über die gleichen Themen sprechen, wie vor 25, 30 Jahren, als ich angefangen habe, als ich Abi gemacht habe, studiert habe und angefangen habe zu arbeiten. Die Themen sind immer noch die gleichen. Wir haben keinen Schritt nach vorne gemacht. Es wurde nichts verbessert. Was mir also teilweise auffällt, ist, dass auch die falschen Leute einfach sprechen. Ne? Also das, ich muss mal ein Beispiel, das mir letztens, das muss ich immer wieder irgendwie erzählen, ist, ich habe mit einer Integrationsbeauftragten mit Migrationshintergrund in Berlin, saß ich mal an einem Tisch vor einem Jahr, als es noch die ganzen Dinners gab. Und wir haben sehr interessant über alles Mögliche gesprochen. Und die Dame ist, hat den Job, dass Migranten besser integriert werden in Deutschland. Und sie hat ihren Kindern deutsche Namen gegeben, damit sie besser integriert werden in Deutschland. Es war wirklich für mich schockierend, das zu hören, weil ich verstehe es, wenn Leute das tun, aber sie, die ja eigentlich dafür zuständig ist, dass eben auch Migranten mit nicht deutschen Namen Teil Deutschlands sein sollten und sich so fühlen müssen und dass Deutschland sich darum bemühen muss, dass das so ist, gibt ihren eigenen Kindern deutsche Namen. Ich finde das eigentlich erschreckend. Ne? Und es zeigt für mich auch zum Beispiel, dass sie aus meiner Sicht in dem Job irgendwie die Falsche war. Und das sehe ich, glaube ich, in vielen Diskussionen, wenn ich sie denn mitkriege, dass einfach nicht die richtigen Leute über dieses Thema sprechen. Ne? Wir brauchen keinen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber einen Münchner CSU-Politiker, der uns irgendwie die Migrationsprobleme erklären will. Ja? Das ist einfach falsch, das ist einfach nicht richtig. Ja? Und das, ja, ich hoffe, ich konnte es beantworten, diese Frage ist ein bisschen. Nee, super, absolut. Also, Abi, zum Abschluss unserer kleinen Diskussion hier würde ich gerne einmal einen Perspektivenwechsel vornehmen. Weil das eine ist natürlich, was falsch läuft in der Gesellschaft, was das System angeht, etc., wie andere Menschen mit Migrationshintergrund sehen. Die andere Perspektive ist, was machen Menschen mit Migrationshintergrund falsch? Weil die Perspektive gibt es ja natürlich auch. Wenn wir die Perspektive mal ein bisschen einnehmen, was glaubst du, was machen wir Menschen mit Migrationshintergrund falsch? Wo können wir uns verbessern? Ich meine, also ich bin, das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ich glaube, dass die meisten Leute, die ich kenne mit Migrationshintergrund, sehr, sehr wenig falsch machen, was ihren Migrationshintergrund, also was das angeht, wie sie besser sein oder wie sie sich besser integrieren sollen können. Ich glaube, jeder macht Fehler, niemand ist perfekt. Und nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Teil einer Subkultur in Deutschland, ich zähle mich als Deutschen mit einem anderen Hintergrund. Ich habe bestimmt viele Fehler, aber was kann ich besser tun, um integriert zu sein in Deutschland? Sorry, gar nichts. Ne? Ich bin nicht kriminell, ich spreche die deutsche Sprache, ich zahle meine Steuern, ich arbeite hier, ich schicke meine Kinder zur Schule. Was soll ich denn noch tun? Ne? Die Frage ist, was erwartet man denn von den Migranten, was er noch tun muss? Ich meine, sorry, die meisten Leute, die ich sehe, tun mehr oder tun genau das, was sie tun müssen. Sie gehen, sie lernen die Sprache, sie gehen zur Schule, sie arbeiten, sie sind Teil dieser Gesellschaft. Egal, wie sie aussehen mögen und was sie, was für einen, ne, Religion, Belief oder whatever sie haben, darum geht es im Prinzip nicht. Du bist Teil Deutschlands mit dem, was du bist. Und ich glaube, weißt du, wenn wir dahin gehen, dass wir sagen, hey, wir müssen deutscher aussehen, wir müssen weniger Kopftücher tragen, was immer das ist, ja, oder weniger Bärte haben oder was auch immer. Ich glaube, bei beiden Kriterien hast du eine schlechte Ausgangslage, Alter Nabe. Wahrscheinlich. Ja. Aber es geht auch nicht um mich selbst. Ne? Also yeah. Ich versuche ja so einen Schritt weiter zu denken und den Layer auf viele der Migranten zu legen. Mm-hmm. Ich glaube, dass die meisten Migranten einfach nichts falsch machen, sondern mm-hmm. sehr vieles sehr richtig machen. Insbesondere in Deutschland sehr vieles sehr richtig machen. Ich glaube, dass insgesamt wahrscheinlich Deutschland sogar relativ gut dasteht, wenn man sich andere Länder wie Frankreich anschaut und mm-hmm. Die Arab Community in Frankreich anschaut und wie stark oder wie wenig integriert die Arab Community ist mm-hmm. in Frankreich. Ich glaube, da geht es uns schon deutlich besser. Trotzdem
Nur weil es uns besser geht, heißt es nicht, dass es uns gut geht und dass es nicht Verbesserungspotenzial gibt. Also wir sind immer noch weit weg von equal Awareness. Also und das würde ich mir einfach mehr wünschen. Und ich glaube, dass wir nicht viel mehr tun können als das. Ich möchte nicht mehr tun, als ich heute bereits tue. Ich möchte auch nicht meinen Kindern beibringen, dass sie mehr tun müssten, um akzeptierter zu werden in Deutschland, als sie heute bereits tun. Guter Punkt. Meine Kinder wissen nicht, dass sie türkisch sind oder einen türkischen Hintergrund haben. Ne? Mhm. Sie sehen sich als Deutsche. Sie sind deutsche Kinder. Ja? Mhm. That's it. So, und da gibt es nicht noch mehr, was sie machen können. Mhm. Sehr, sehr guter Punkt. Letzte Frage. Und jetzt hast du die Möglichkeit, Millionen von jungen Menschen da draußen mit Migrationshintergrund zu helfen. Was ist so dein, oder was ist ein Tipp, den du an Menschen mit Migrationshintergrund da draußen hättest, jungen Menschen, die entweder ein Unternehmen gründen wollen oder einfach eine gute Karriere machen wollen? Also, ich versuche das wieder relativ subjektiv zu beantworten. Ich habe keine Antwort für alle Millionen da draußen, aber ich kann euch meine Story erzählen und wie es mir geholfen hat, ein bisschen hervorzustechen. Und ich würde nicht sagen, dass ich Karriere gemacht habe, aber das, also da zu sein, wo ich heute bin. Und ich glaube, ein Weg für Migranten in Deutschland als auch Migranten auf der ganzen Welt ist es einfach, nicht mit dem Mainstream zu gehen, ne? Also mit der Masse zu gehen. Ich glaube, dass wenn wir versuchen, mit der Masse zu gehen, wir immer mehr leisten müssen und immer mehr Ressourcen aufwenden müssen, um an das gleiche Ziel zu kommen. Mein Weg ist es im Prinzip, einen anderen Weg zu gehen und einen anderen Weg zu finden, einen Shortcut oder einen Longcut von mir aus, aber einen Nicht-Mainstream-Weg zu gehen. Und ich bin damals zum Beispiel, vor 20 Jahren, hatte ich das Glück, ein Jahr in London zu verbringen als Student. Und das hat mir einfach geholfen, als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Das hat mich rausgebracht aus dieser Migrantenrolle und hat mir geholfen, dass ich mehr Visibilität bekommen habe, wenn ich mich irgendwo beworben habe. Ich glaube, das reicht heute nicht mehr. Ne? Heute, wenn ich jung wäre und 20, 25 Jahre alt wäre, würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, irgendwie in ein Land wie Vietnam zu gehen und dort in Ho Chi Minh bei einem Startup zu arbeiten, wenn man in dem Bereich Entrepreneurship sein will. Ich glaube, dass wir zum Beispiel damals, oder die Mehrheit damals, irgendwie immer nur Law, also Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Heute würde ich jungen Menschen wirklich empfehlen, technologische Berufe zu studieren, Design zu studieren. Das ist super wertvoll, wenn man wirklich in dem Bereich Entrepreneurship arbeiten will. Aber geh deinen eigenen Weg, versuche nicht mit der Masse zu gehen. Das ist ein Weg, glaube ich, wie man sich differenzieren kann, unabhängig davon, ob man Migrantenkind ist oder nicht. Voll. Also am Ende auch verlasse deine Komfortzone. Richtig. Weißt du, wer dich jetzt hassen wird da draußen? All die ganzen Annes und Babas, die Väter und Mütter der Kinder mit Migrationshintergrund, die jetzt sagen werden, Sanabi hat gesagt, ich soll nach Vietnam, ganz weit weg von dir, Anne. Ja, das stimmt. Sie werden mich aber dafür lieben, wenn sie nach 10 oder 20 Jahren zurückkommen. Und darum geht's. Ja. Sanabi, vielen Dank. Das war eine sehr spannende Unterhaltung. Ja, ich danke dir vielmals. Ja. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Vielen Dank. Bye bye. Ciao.